Aktiv mit dem Fahrrad die Landschaft genießen und gemeinsam mit anderen und dem Landrat Lauchhammer und die Umgebung erkunden. Das war das Ziel der Tour de OSL. Auch an diesem Sonnabend hatten sich das viele vorgenommen und waren pünktlich am Sammelpunkt. Unter ihnen auch der Lindenauer Hobby-Meteorologe Rudolf Kupfer. Heute haben wir optimales Wetter, weil ja nachts und gestern hat es geregnet. Nach langer Trockenheit brauchen wir jeden Tropfen Regen. Und was Besseres kann ja gar nicht passieren als Regen. Und die Tour heute wird bei besten Wetterbedingungen stattfinden. Mit der jährlichen Erkundungstour, den Radwandertourismus im Landkreis Oberspreewald-Lausitz noch bekannter zu machen, das ist die Idee hinter der Tour der OSL. Schirmherr Landrat Sigurd Heinze, der Bürgermeister der Gastgeberstadt Lauchhammer Mirko Buhr und Tourchef Jens Bergmann freuen sich bei der Eröffnung über rund 300 Teilnehmer für die 42-Kilometer-Tour. Der erste Abschnitt der 26. Tour der OSL führte über rund 6 Kilometer zum Themencamping Grünewalder Lauch. Chef Jens Boge erklärt bei einem Rundgang durch den Campingpark die Vorzüge und die Ausstattung. Ein großer Teil der Anlage ist von Dauercampern belegt, es stehen aber auch genügend Stellplätze für Kurzentschlossene zur Verfügung. Nach gut einer halben Stunde setzt sich der Tross wieder in Bewegung. Das Ziel, das Wasserwerk im etwa 14 Kilometer entfernten Tettau. Dort war nicht nur die Mittagsrast vorgesehen. Und da begrüßen wir die ersten Radler Tour der OSL. In der Pause gab es auch schon mal Lob für diese Tour. Sehr gute Tour, die Radwege sind alle fast trocken und das Wetter spielt auch mit, also eine richtig gute, geniale Tour, krasse Lausitz. Also mir geht's gut, heute früh schon die ersten 10 Kilometer privat gefahren, um richtig warm zu sein und ich bin gespannt auf die Führung heute hier im Wasserwerk, da das zumindest auch für uns als Feuerwehr wichtig ist, wo unser Löschwasser herkommt. Bei den Führungen haben die Teilnehmer erfahren, dass in diesen modernen Anlagen täglich bis zu 44.000 Kubikmeter Trinkwasser aufbereitet werden. Punkt 13 Uhr setzte sich die gesamte Gruppe wieder in Bewegung und radelte in Richtung Ferienhof Bärhaus. Das war nur ein kurzer Zwischenstopp, bevor die Radwanderer den letzten Abschnitt bis zum Start- und Zielpunkt an den Biotürmen ansteuerten. Dort versammelten sich die zufriedenen Ausflüger noch zur abschließenden Tombola. Die war sehr gut. Wir waren das zweite Mal jetzt. Wir waren das erste Mal in Peikwitz, ne, wo die Landpartie war. Und jetzt Senftenberg, Schaffesgelb. Und jetzt die zweite Tour war jetzt hier. War super. War sehr schön die Tour, einmal frei. Wir waren letztes Jahr schon dabei in Peikwitz und hat uns wieder super gefallen. Das Fazit der 42-Kilometer-Runde, nur wenige Reifenpannen, keinen Sturz und auch am Zielpunkt ein voller Platz. Viele Höhepunkte angeschaut, die Schönheit des Landkreises als solche nochmal auf uns wirken lassen. Die Leute haben alle gute Laune und alle sind gesund und munter wie hier wieder an dem Biotürm angekommen, von daher hat alles gepasst und ich glaube und hoffe, den Leuten hat es gefallen. Nun kommt noch der fulminante Schlusspunkt mit der Tombola-Verlosung und dann fahren hoffentlich alle mit guten Eindrücken nach Hause und genießen dann den Rest des Wochenendes. Gemäß dem Motto, nach der Tour ist vor der Tour, bereitet das Team der Kreisverwaltung schon die 27. Auflage der Tour der OSL vor. Also wir haben ja immer vor, dass wir den Landkreis in einer Dreiteilung dann versuchen auch gleichermaßen mit der Tour der OSL zu beglücken. Und ich denke, wir werden im nächsten Jahr im Norden des Landkreises unterwegs sein. Wo genau, will ich und kann ich jetzt noch nicht sagen. Das wird dann das Organisationskomitee festlegen. Also es wird dann schlussendlich wahrscheinlich Fetschau, Lübbenau oder Kahlo werden. Bei der Tombola waren die Hauptpreise die Fahrräder. Darunter ein Tourenrad, bereitgestellt von der Kreisverwaltung, und zwei E-Bikes, die die Sparkasse Niederlausitz zur Verfügung stellte. Eins ging übrigens nach Schwarzheide. Naja, gut, die Ersten, die haben schon ihre Jahre weg. Ist schon gut, wenn was Neues kommt. In gut einem Jahr heißt es dann im nördlichen Teil des Landkreises Oberspreewald-Lausitz wieder, auf den Sattel, jetzt geht's los, die 27. Tour der OSL.